Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Civilization Multiplayer mit mir, der Big Bang Gaming und der... Alexander zockt! Ich! Ja, jetzt erwartet. Gut, ja, im letzten Part haben wir China von innen und außen durchgenommen. Wir haben Peking erobert und die chinesische Kultur ein für alle Mal vernichtet. Ja, so sieht's aus. So, und dann haben wir noch gedacht, nehmen wir gleich nochmal Melbourne mit. Das bekommt dann der Big Bang. Dann hat er auch noch eine Stadt am Hafen. Eine Hafenstadt im Süden, das ist ja schon ganz gut. So, ansonsten, ja, ich habe meine Religion noch verbessert. Wir haben ein bisschen über Artikel 13 und über ein paar Dienste gesprochen, dass die gut und ein bisschen kacke sind. Und Artikel 13 ist besonders scheiße, das haben wir im letzten Part festgestellt. Ja, und ansonsten, ja, ich habe noch ein paar große Persönlichkeiten bekommen. Jules Verne und der General ist zu dem Bull, ja, wer kennt sich, ein Häuptling der Indianer ist ein General. ja, und ansonsten, ich glaube, das war's, ne? Wir haben noch ein paar Barbaren getötet, aber das ist ja nichts Neues bei uns. Wir schlachten sie alle ab. Ja. Oder war sonst irgendwas vorgefallen? Richtig, weidet sie aus und nimmt ihre Frauen. Ihre Frauen besonders und ihre Kinder. Nö, eigentlich nicht. Ja. So. Okay. Jetzt muss ich gerade an Star Wars Episode 2 denken, wo Anakin die Kinder abgeschlachtet hat von den Tastenräumern. Wo ausgerastet ist. So. Ah ja, stimmt, das ist genau. So heftig, ne? Stell dir mal vor, du bist so ein Tastengräuber, wachst gerade auf einmal schlachtet einer deine ganze Familie, so ein verrückter Teenager. So, okay, geht weiter. So, Produktion wählen, wir haben halt eine Karawane erledigt. Ich würde sagen, wie viele Karawanen können wir machen? 3, wir haben 2. Machen wir nochmal eine dritte hinterher. So, Mr. Bogenschütze, wir sind mal nach da oben. So, nach da oben so, mit Füßen und allem Möglichen. Dann gehst du einmal dahin. Der Missionar, der geht einmal nach Belgrad und verkündet meine Religion. Ja, mit alle an meine Religion glauben. Ich heiße auch Karl der Große insgeheim. So. Ich presse es einfach in die Leute rein, die müssen dann das einfach haben. Kennt man das in der Religion? Ich meine, umso mehr Schritte, die deine Religion haben, umso besser sind auch die Glaubenssätze. Oder? War das nicht so? Keine Ahnung, ich habe da nie wirklich groß experimentiert mit den Religionen. Ich habe da immer was ausgewählt und gut ist. Ihr wollt Religion, ihr habt das. Ja, hier, bei dem Christentum ist Schnauze. So. Hashtag nie wieder CDU. Ja. Der christliche Deutsche Union, ne? So, Ich hätte mal gerade eben, das ist jetzt kein Product Placement, naturales Medium, was man so gönnt. Ja. Wasser ist immer gut. Ja. Von Netto. Kauft es nicht. Keine Produktplatzierung. So. So, mach mal Bibliothek. Bibliotheken sind immer gut. Da gibt es Bücher. So. Einer benötigt Befehle. Ja, einmal bitte hier die Gegend erkunden. Die kennen wir ja noch so ungut. Legionäre. Ja, du kannst mal eine Festung einfach irgendwo errichten. Das ist immer gut. Oh, jetzt weiß ich, was ich mache. Wir haben ja City und Boy. Was kann der mal tun? Also, ich habe eine Idee. Du gehst mal dahin. Kannst du da die Festung errichten? Dann haben wir noch Elefanten. Ich mache jetzt mal Melbourne Platt, dann kannst du vielleicht nochmal in den direkten Angriff gehen. Es könnte sein, dass es ausreicht, bin mir aber nicht sicher. Könnten deine Schwertkämpfer die jetzt schon einnehmen oder noch nicht? Das weiß ich gar nicht. Also, das war, wo wir die letzten zwei Städte eingenommen haben, relativ Glück, also muss ich sagen. Wenn du sie einnimmst, kannst du mir, glaube ich, auch noch übergeben. Mhm. Das geht, glaube ich, auch über Diplomatie, wenn ich mich nicht irre. Ja, das geht. Aber ich meine, du könntest jetzt schon die Stadt angreifen, weil ich ja jetzt schon hier Dingsbums die so gut wie zerstört habe. Oder wären deine Truppen denn sofort tot? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das siehst du doch. Kannst ja noch eine Runde abwarten oder so und. Warte mal. Egal, sonst machen wir das. Kostspieliger Angriff steht bei mir. Ja, kostspielige Angriffe sind immer nicht so gut. Alter! Warte, lass mal den Big Bang hier in Ruhe, was geht denn hier ab? Die töten dich, aber ich denke, die haben mir einen Stein ins Gesicht geworfen. Ich bin jetzt gerade übrigens auf Australien.
Schwerten und Bogenschützen. Ah, und? Ist da jemand? Ja, ein Barbarenlager, Kathmandu, noch ein. Und Nako war da auch. Und die kamen wir vorher schon. So. Geben wir euch mal den Todesstoß. Ich muss mal ein bisschen Konter. Zack. So, Meldung bei uns. Schenke ich dir gleich. Hier unten lang im Überstand, so nicht überstand. So. Und ich dachte, nichts natürlich. Der ganze Osten Europas ist einfach weiß. So, auf der Karte. So, So, zack, zack, zack. Wir wollen hier die Städte. Melbourne. So, vorschlagen. Schenke ich dir einfach nur. Annehmen. Aber was soll die Stadt geschehen? Mal nette erstellen. Stadt annektieren. Das ist meine. Bing. So. So, ich durchkäme mit meinen Truppen nach Europa und bei jedem Barbaren töten. Zweimal Edelsteine in der Nähe, das ist sehr gut. Ah, da ist noch ein Lager, okay. Warte mal, können wir hier auch unsere Städte umbedingen? Ja. Edit? Toll. Weiß ich nicht. Ah, nee, warte. Das können wir sogar machen. Also eigentlich müssten wir jetzt unsere Städte nach Abonnenten benennen. Ist ja voll lustig. Oh Gott. Das können wir wirklich machen, ne? So die aktivsten. So Knolle irgendwie so. Schreibt ihr öfters bei mir. Grüße gehen raus, wenn ihr das gerade seht. So, Religion verbreiten in Belgrad. Ja, lasst sie den Alexandrismus spüren. Geil, Alter. Ich bin richtiger religiöser Mensch, Alter. Ich prüge das einfach in alle Zivilisation ein. Wie Karl der Große. So, auch die Heiden müssen das glauben. Mal, und den anderen? Und den anderen schmeißt du die Prügel raus. Ja, genau. Halt der andere schmeißt die Prügel haben, raus. Die töte ich einfach. So ist das hier im Mittelalter, ne? Das war damals so. Das sind andere Zeiten gewesen. Damals war es so. Das Mittelalter, der perfekte Ort für Drachenlord. Ja. Seiner Drachenschanze. Jetzt habe ich Bock auf Skyrim, weil du über Drachen dort gesagt hast im Mittelalter im Zusammenhang. Ja, ich habe heute auch überlegt, nochmal Skyrim reinzuschmeißen. Schlimm, wenn man einmal mit Skyrim anfängt, hört man ja nicht auf, ne? Weil dann man will andauernd wieder weiter erkunden, obwohl man die Ecke, obwohl man die Karte schon in und auswendig nach einer Zeit schon kennt. Und immer wieder gibt es irgendwas Neues. Ja. Besonders wenn man ja in den Gott-Mode geht, ne, und irgendwie Werwolf oder so ist, gibt es ja richtig Armageddon. Ich habe einmal als Werwolf gegen einen Drachen gekämpft, das war so bescheuert. Oder wenn du im Gottmoos irgendwie Kopfgeld über 100.000 hast, jagt dich einfach alles, ne? Alles will ich töten. Das kann man ja auch nicht so schnell abbezahlen wieder, ne? Der Alexandrismus ist verbreitet in Belgrad, das ist gut. Steht da was? Australien könnten wir uns eigentlich auch unter den Nagel reißen, rein theoretisch. Wenn der Platz ist, aber sollte eigentlich. Auf jeden Fall die ersten Barbaren sehe ich schon. Können wir das Pult verbessern, das ist gut. Ich glaube, ich schicke mal die Pekene hier auch mal nach da drüben. So, Katapulte. Das Katapult, das schicke ich mal wieder nach Hause. So, dann ist irgendjemand wollte denn doch nochmal eine Region. War das Panama? Oder war das Sophia war das, ne? Dann laufen wir nach Sophia und verbreiten den Alexandrismus. Ja, ist der Symbol einmal bitte nach dort unten.
So, jetzt machen wir wieder Gold Plus. Die Kompositionsbogen schützen wir nach Peking. Katapult. Auch mal nach Peking. Wir könnten rein theoretisch, das ist aber ein bisschen aufwendig, von Amsterdam aus, da die Grenzen zu Sofia, könnten wir rein theoretisch militärisch absperren, wenn wir noch keine offenen Grenzen mit dem Typen haben. Der muss auf Afrika hocken bleiben, das wäre relativ lustig. Mhm. Oder auch eine Seeblockade. Und wenn er dagegen uns Krieg macht, dann sind wir nicht schuld. Ja. Und daher. Wir zwingen ihn praktisch, dass er den ersten Stein wirft. Boah, Alter. Man wird ja richtig böse in dem Spiel, ne? Kann das sein? Boah, Alter, ich bin ein richtiger Deutscher. Also, alles klar, weiter geht's so. So. Oh Gott. Alter, ich schmor eine Hölle. So, warten auf Spieler. Ja, darauf erstmal ein schönes Naturales von Netto, ey. So. Ihr habt den Metallguss entdeckt. Jetzt geht's los, ja, Alter. So. Was ich auch so lustig finde, dass sie jetzt auch in Civilization so reingenommen haben, dass die Städte auch dem entsprechenden Staat auch entsprechen. Ne? Weil wenn du jetzt bei dir rauf guckst, sehr, sehr asiatisch und bei mir eher halt ja, so halt asiatisch halt. Diesen typischen griechischen Bau. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt bei den. Mhm. Wenn du jetzt bei Wilhelm zum Beispiel bist, das sieht halt so typisch nach europäischer Mittelalterstadt aus, ne? Das ist voll lustig. Mhm. Ich glaube, bei den Stadtstaaten ist das nicht so. Nee. So, jetzt haben wir bitte Pfeilhabe. So, Forschung wählen. Was forscht du, Gott? Öffentliche Verwaltung. So, das habe ich schon hinter mir. Mache Bildungswesen. Mhm. Panama-Stadt wird angegriffen. Das war nicht so gut. Was? Wieso Panama? Alter? Ach nee, Quatsch. Das sind Barbaren, die sie angegriffen haben. Ich dachte schon. Oh, du hast die hängenden Gärten erledigt. Echt? Hm? Oh, geil. So, gut. Dann kann ich jetzt mal Siedler weitere Kupfer vorkommen. So, jetzt eins nach anderen hier. Ihr macht mir schon wieder alles kaputt. Scheiß Barbaren, du Wichser. Komm weg mit denen. Den ungläubigen Heiden. Ja, der Kyoto wird doch von meiner Religion eingenommen. Geil. Ich dir gerade die holländische Religion hier, den Protestantismus, breitet sich gerade aus bei uns. Geht natürlich nicht. Hier darf nur der Alexanderismus sein. Wichtigste Religion EU, Ost und West. Das könnte natürlich möglich sein, weil ich schon den diese Religion von diesem Holländer verfallen bin, dass ich deswegen keine Religion aussuchen konnte. Ey, das kann auch sein. Oder du, beziehungsweise keine Religion gründen konnte. Hast du schon großen Propheten oder so gehabt? Nee, ne? Nee, hatte ich auch nicht. Nee, ich glaub, die kann man auch nur mit verschiedenen Politikgedöns bekommen oder wenn du halt richtig heftig auf Religion gehst, ne? Aber das ist auch eigentlich unnötig. Ja, ja, bis jetzt habe ich Tradition verendet. Mhm. Dann habe ich erstmal die Ästhetik, weil ich halt sehr viel auf Politik gehe, damit ich halt so viel wie möglich freischalten kann. Okay. Dann krieg ich Gold. Na, ich hab heute einen Inquisitor gekauft. Ja, mit dem nächsten Ding krieg ich dann einen großen Kiste. Protestantismus aus dir rausholen. Gott. Aber ich weiß noch, wenn man in Civilization 4, wenn man da ja das Spiel gewonnen hat, dann gab's da immer ja so eine Zwischensequenz, ne? Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee, leider nicht. Wenn man irgendwie militärisch gewonnen hatte, war da richtig Kacke am Dampfen. Bei Kultur hat man irgendwelche Schiffe gesehen. Aber das hat mir hier so ein bisschen gefehlt. Oder allgemein, wenn du irgendwas einnehmen würdest, ich weiß ja nicht, wie es in 6 ist, dass das da so ein bisschen so die Zwischensequenzen fehlen. Das würde ich cool finden. Ich meine, weil ich glaube, das war, also wenn man jetzt das Civ startet, kommt ja auch mal eine Zwischensequenz, aber zum Beispiel die aus dem normalen Spiel ohne Erweiterung, die kennst du ja, ne, mit dem Opa da am Lagerfeuer, der dann darüber was erzählt, oder? Das würde ich auch halt voll geil finden, wenn sie den das ein bisschen mehr mit eingebaut hätten, weil eigentlich ist man ja selbst in dieser Chapter. Aber naja. Ja, ich mag das Spiel. Das ist lustig. So. Ach, haben wir gar keine offenen Grenzen, kann das sein? Nee, haben wir gar nicht. Ich glaube, da wollten wir eben noch mal gucken. Ja, stimmt. Hier vorschlagen. Aber dann kann ich mit Missionaren also automatisch in andere Länder rein. Interessant, weil ich war ja gerade mal ein bisschen aber in Kyoto. Das wusste ich noch gar nicht. Aber das ist ja praktisch. So ein Thema. Was machen wir da nochmal? Wir machen mal die große Mauer. Oder Chichen Itza? Machu Picchu, oder? Wie ich will Machu Picchu haben. Zehn Runden. Hier verliert die Kontrolle über Genf. Das ist natürlich echt scheiße. Also, wir haben von Sophia eine neue Einheit bekommen. Oh Gott, die Schuhe will, dass wir irgendwelche. Was ich aber auch klasse finden würde. Was denn? Wenn es die Möglichkeit geben würde, eine Mod zu erstellen. Wo man zum Beispiel die Staatsoberhäupter austauschen würde zu YouTubern. Und dass man sich da auch was einfallen lassen könnte, was denn ihre Stärken sind. Auf jeden Fall Drachenlord mit rein Tanzverbot. Weißt du, wie die dann so eine Cutscene abgehen? Weißt du, wenn du auf Tanzverbot treffen tust? Jo Leute, Doppelpeace, hier ist euer Tanzverbot. Und da steht dann als größte Stärke, führt gerne Krieg gegen irgendwelche kleinen Parteien, die ihr... Ja, klein kriegen kann oder sowas. Oder Drachenlord wird Drachen. plus 5 Gold für jeden Lieferdienst. Oh Gott. Oder Drachenlord wird da auf seine Couch sitzt. Metal, Leute. Für jeden. Größte Stärke, abmetteln, rumbangen und sowas. Für jede Metal-Rock-Gruppe gibt's einen neuen Abonnenten oder so ungefähr. Oder irgendwie so. Das wär voll lustig, Alter. Also wenn du da draußen, der gerade das Video das so sieht, geil. Dich damit auskennst, dann mach das mal. Dann kommt das in unser Video. Naja, so machen wir das. Das wäre so geil, ey. Das würde ich sofort spielen. Ich wette, das gibt's schon mit PewDiePie und Co. Glaube ich auch mal gesehen zu haben, aber mit deutschen YouTubern wäre das eigentlich voll lustig. Weil das ist halt, ne, das hat ja was, ne? In der Art und Weise. Das macht das Bauernlager wegmachen, ja. So, meine Bogenschützen. Ich könnte das mal auf Peking bleiben. Eigentlich könnte ich mir von Athen aus nach Osaka mal so eine Handelsstraße bauen. Das mache ich, glaube ich, auch. Meine neuen Schwertkämpfer. Was macht ihr mal? Ich kann mal. Aber erkundet mal ein bisschen das Gebiet. Mal, du hast nicht zufälligerweise irgendeinen Schwerttrupp oder so, den du mal nach Australien schicken kannst? Ja, ich will sowieso darunter, weil hier ist in der Nähe der Stadt nämlich noch ein Barbarenlager, was ich kaputt machen will. Ich kämpfe gerade gegen eins. Und mit den Bogenschützen komme ich hier nicht weit. So. Gut, das Gerichtsgebäude ist fertig. Noch mal eine Wassermühle. Oh, ich sehe gerade, hier ist ein Wal. Okay, Siedler, ganz woanders bitte hin. Hier meinen die auch genug Pferde und Perlen braucht. Ey, wo kommt ihr scheiß Barbarenwichser mal her? Jetzt haben die noch meine. Oh. Sofort da runter. Okay, das war gerade das Dümmste, was die Barbaren halt machen können bei mir. Und ich wäre weggefahren, wenn ich die gewesen wäre. Tschüss.
So, Südimbul. So erweitert man seine Grenzen. So. Gut. Alles klar, nächste Runde. Ich guck mal kurz, ob ich mit Wilhelm handeln kann. Das wäre ja nicht schlecht tatsächlich. Also wir töten den eh irgendwann, aber... Jetzt erstmal noch nicht. Tod den Heiden. Ja, Tod den Holländer. Ja, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt mit Willem anlegen, würde das mehr Schaden machen. Als dass er nicht Profit bringt. Das ey, vor allem, ich bin ja nicht. Wo Holländer oder Schweizer sich. Nee, was ich gerade sagen wollte, vor allem, ich bin ja ein bisschen weiter weg von Holland als du. Deswegen. Mal schauen. Aber Kyoto ist ganz schön groß, sehe ich gerade, ne? Wenn man mal auf die Karte guckt, also deine Hauptstadt. Athen ist nicht so ein Big Mac. Ja, ich habe ja auch sehr, sehr viel ausgebaut. So, was kann ich bauen? Eine weitere Stadt zu gründen wäre... nicht gerade sinnvoll. Es sei Seide, Trüffel, aber Marmor. Naja, könnten wir noch. Ja, Niederlande. Was machen wir jetzt mit eurem Trupp? Geben wir ihn zurück? Oder behalten wir ihn? Was sagst du? Soll ich ihn zurückgeben oder behalten? Ach, Niederlande, wir tun so sowieso irgendwann Krieg gegen die Führer, kannst du auch behalten. Genau. Tut mir leid, ich habe die einfach genommen. Was steht da jetzt? Sie glauben, dass eure Kriegstreiberei mittlerweile so ein Problem geworden ist, das die ganze Welt betrifft. Sie hassen Kriegstreiber. Ihr habt ihre gefangenen Bürger befreit, aber behalten. Ja. Ist natürlich jetzt nicht so gut gelaufen für die Niederländer. So, Petra, ja genau, bauen wir die Petra in Sparta. Petra. So, Markt. Wir müssen einen Markt bauen. Märkte sind immer gut. Besonders Frühmarkt. Warten auf Spieler. Ich würde sagen, wir können noch ein paar Runden machen, zwei oder drei. Dann beenden wir den Part, nicht dass der wieder 50 Minuten geht. Mhm. So. Zack, weiter barbarisch. Was ist denn das hier? Selbstmordgefährdet oder so? Barbaren, oder? Die kriegen ja Spitzen auf. Oder war. Was denn? Meine Bauleute. Kann das sein, dass das mal vielleicht meine Bauleute waren? Nee, da stand Niederlande. Nicht Japaner, ja, ich verstehe auch nicht. Aber ich hatte doch in der Nähe von. Also bei mir stand. Ich hatte doch in der Nähe von Tokio. Also, wenn du mir nicht glaubst, kannst du dir also anscheinend wurden die. Oder ist das, naja, scheinbar wurden die dann, wenn dann. Vielleicht, nee, also die habe ich ja nicht weggeschickt. Kann sein, dass die irgendwie von den Barbaren geklaut worden sind, ohne dass ich es gemerkt habe. Und die haben dann die Holländer geholt und jetzt hast du sie geholt. Na egal, ich kann mir ja jederzeit neue bauen. Ich könnte die noch einfach geben, weil ich habe eigentlich eh genug. Na, bauen wir mal gleich mal neue. Ich habe jetzt allein hier im Hauptbereich habe ich 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Und halt noch mit den Legionären, das sind noch 2, 7. Hat 7 Bautrupps habe ich insgesamt. Plus ein 1, bei dir auch 8. Also einiges ist wurscht, ob ich den behalte oder nicht. Oh, ich habe hier mal einen neuen kennengelernt. Mhm. Oh nein, ist das Montezuma? Ich glaube, wer ist es? Nee, Pakal. Oh nee, das ist ja noch schlimmer.
Scheiße. Aber Pakal ist der Schwächste. Nee, Pakal ist so ein Maya oder Inka-Fuzzi, keine Ahnung. Und der ist genauso wie die Azteken, also wie Montezuma. Ja, der hat auch so ein aggressives Aggressionsproblem. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie all diese südamerikanischen Indianerstämme, die sind ziemlich arschgeigen. Ich verstehe auch gar nicht warum. Gucken wir gleich mal bei der Diplomatie. Pakal. Ach, der ist. Pakal ist auf aus. Auf Australien, okay. Pakal davon von Maya. Maya, Inka, ist das gleiche. So, geil, Baumwolle, okay. Ich sag jetzt nicht, dass das jetzt von. Das ist schon ein bisschen. Ja, Baumwolle haben natürlich die Ureinwohner. Gut, okay. Ja, was willst du mir für die Baumwolle geben? Genau, ich gebe dir Edelschein und Pelz und Färbemittel und eine Botschaft für Baumwolle. Du hast eindeutig den Weg gefunden vom Handel. Immer deine Botschaft. Ich gebe dir auch meine Botschaft und dann sind wir Botschaft, Freunde. Wo ist die Botschaft jetzt? Achso, nie. Ach lol. Pakal ist auf Nordamerika. Dann passt es ja mehr oder weniger. Wie weit musst du denn geschwommen sein, bitte? Stückchen, ne? Aber der könnte ich einfach schnell rüber. Also wir könnten einfach dort rüber und dann Party machen bei dem. Einfach hier über Kore und über oben rechts. Okay. Sehe ich aber minus 22 Gold. Das ist, glaube ich, nicht so gut tatsächlich. Ich habe minus 5. Meine Ausgaben beträgen 42. Einnahmen habe ich 37. Muss ich schleunig was ändern? Wo ist denn so? Mal schauen, steht da. Für Einheitunterhalt ist ja logisch. Gebäudeunterhalt, 12 für Unterhalt von Geländefeldern, Modernisierung mit Gold könnt ihr, das weiß ich ja. Okay. Naja, was ist denn jetzt so drauf? Achso, nee, weil die Karawanen wurden, jetzt sind wir jetzt gerade alle durch. So. Erklärt natürlich einiges. Eine benötigt, ja, die Hoppers, was können die mal machen? Ich würde sagen, naja, die können auch nicht mal bekommen, ein bisschen das Gebiet. Ich hab meine Truppen einfach mal überall, falls mal was passieren sollte. So, dann bauen wir nach Osaka mal eine Straße. Das ist schon, das geht ja gar nicht. Dann. Bau mal nach Shanghai eine Straße. Nicht so. Vierzehntes Jahrhundert, Alter. Noch 92 Jahre, dann haben wir Amerika entdeckt. Normalerweise, wir haben es einfach schon vor. Wir sind halt heftig, ne? So. Wir sind besser als die Italiener. Besser als Christoph Kolumbus in Spanien. Petra wurde von Wilhelm erledigt. Hallo, das war meine Petra, du Arschloch. Boah, ey. Die hat der Claudin einfach meine Petra. Geil. Die gute Petra. Ja, Mann. Oh, eine große Gerüchtigkeit. Das ist natürlich scheiße für den Mann. Australien kann ich nicht weiter erkunden. So. Emil Dickinson. Achso, Petra wurde beendet. Aha. Okay, Schmiede. Was können wir denn jetzt nochmal bauen? Dann sagen wir nochmal Wohlstand und Sparte. Oh, nee, Schwachsinn. Was mach ich da? Wirtschaft. Forschung wählen. Kompass. Produktion wählen. Machen wir Monument. So. Ach, hier ist schon wieder ein scheiß Barbarenlager da bei Tokio. Was ist denn hier los, ey? Die kommen aus allen Löchern. Kakerlaken halt. Hey Mann, Alter. Gleich zertreten, wenn sie geboren werden.
So. Age of Empire müssten wir mal spielen. Ja, das ist lustig. Das habe ich sogar auch. Die HD-Edition. Ich habe nur die, ich habe jetzt nicht die über Steam, sondern nur die normale also, auf Disc. Ich habe die auf, hab die auf Steam. Müsste ich mir, wenn dann, müsste ja nicht so teuer sein, denke ich mal, das Spiel. In jedem Steam Sale kommt das dann immer auf 5 Euro. Und daher. Ja, werde ich mir mal holen demnächst. Ich dachte, ich kann die mit dem Inquisitor auch bei dir irgendwie die Religion verändern. Steht auch irgendwo. Okay. Warte mal. Religion. Weltreligion, Glaubenssätze. Ach, die Maya haben den Katholizismus. Ja, das macht keinen Sinn. Katholizismus. Okay. Das wollte ich jetzt aber gar nicht wissen. Wo war denn das hier? Ja, T. Kauf. Bisschen erkannt, andere Religion aus einer Stadt entfernen. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen. So, eine Befehle. Boah, dann schicken wir den. Ja, schicken wir den mal hin. Wir können den mal nach Sophia schicken. Kannst du da die Religion entfernen? Ich hoffe, das geht dann. So, ich würde sagen, noch zwei Runden und dann machen wir wirklich mal Schicht im Schacht. Der Part geht auch bestimmt schon über 20 Minuten. So wie ich uns kenne. Bahnlager entdeckt. Wo ist denn jetzt schon wieder eins? Ach, da unten. Wie viel steht? Habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ist auch ein schönes Jahr. Achso, hier unten ist ein Barbarenlager, wo du gerade mit den Schwertkämpfern bist. Macht ja gerade schon ein bisschen Terror. Ich gleich mal mit hin. Attacke! Suche Missionar einmal wieder nach Kyoto, Odo. Davon gehen wir nach Osaka. So, nächste Runde. Noch letzte Runde für den Part. Zuckerding hätte ich gern. Wo gibt es Zucker? In der Nähe von Kyoto. Ach hier, du meinst hier bei in der Nähe von Sophia an der Küste, ne? Ja. Also da, kannst du da nicht ein Geländefeld kaufen oder so? Guck mal. Ein Geländefeld. In der Richtung, ja, muss ich aber erstmal wieder auf den grünen Zweig kommen mit meinem Gold. Mach minus 8 jetzt momentan. Super. So, wer braucht. Ach, Mann, ey, ihr dumm. Darüber jetzt, macht die fertig hier, die scheiß Barbaren. Was ist denn hier los bei der Barbaren-Lage? Das ist der. Die Leute rausgeschlüpft. Was sind das? Das sind. Bogenschützen und einmal die Triere, aber die Triere, die ist jetzt echt nicht händiger. Meinst du die Triere raus? Wie bitte? Ich hab gemeint, den Bogenschützen hier, die schmeiß ich die Prügel raus. Ja, achso. So, nur am Markt gründen. Oder würde ich sagen, nächste Runde und dann sehen wir uns auch gleich wieder im nächsten Part wieder. Wir haben heute wieder einiges erledigt, ne? Wir haben wieder Menschen ausgeweitet und Religionen und Unschuldige eingeprügelt, wie es sich halt gehört im Mittelalter. Schreiben das Jahr 1450 und haben einiges entdeckt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Sid Meier's Civilization 5 Multiplayer Modus. Tschüss!